Oh, Alter, was geht ab, Leute? Hier Berlin, Baby. Yo, Roomtour, aka Zellentour. Das war's. Ihr fragt euch jetzt, Digga, wo ist die Toilette? Das frage ich mich auch. Digga, draußen, Gemeinschaftsbad. Mein Gott, ich habe das Kleingedruckte nicht gelesen. Digga, ich leide, Mann. Erster Stopp, meine Kollegin kommt zu spät. Ihr wisst Bescheid, Kaffee da muss immer sein. Gönn mir. Es gibt doch nicht so einen Dingsladen, wo es einfach nur so Brezel gibt. Ist ja keine Bäcker. Doch, natürlich, ich hab doch Bäcker schon gesehen. Ja, aber ich glaube, Brezel würde ich jetzt bei Litsch kaufen. Es gibt nicht so einen Brezelladen oder sowas. Also nicht, dass ihr es wisst. Probieren. Mhm. Schön knusprig. Richtig schön dünn. Ich kann es dir die Füllung zeigen. Schreib mir nicht, warum ich mein Video drehen soll. Spaß. Spaß. Ich sag ja nur, kannst du machen, musst aber nicht. Ich kann dir sagen, dieses Bengtsel schmeckt besser als das Beste, was ich in München gefunden hatte. Auf ihren Nacken, Valensi-Modus. Wir haben ihn noch nicht deaktiviert, die Upper Red, Mann. War eine nette Vorspeise, jetzt gibt's Bang Me. Also, ich weiß ja nicht, Mann. Ja, das sieht ein bisschen aus wie Subway Sandwich hier. Es hat viel Proteine, esse ich jeden Tag, aber so sieht doch kein Bang Me aus. Ich glaube, das geht nicht. Sag nochmal für die Kamera. 8,5 von 10. Ich gebe 3 von 10. Was? 3 von 10? Ja. Gar nicht mein Ding. Weißt du, wie der geschmeckt hat? Nee. Zu clean, zu gesund. So richtig. Hipster, hey. Öko-Möko. Nein. Ich fand den gut. Ich fand den gut. Das war, da war kein Saft, da war kein Charakter drin. Das war so richtig. Ja, aber alles gesund, alles clean. Ja, aber ciao. Insta-Hype-Spot, Leute. Fancy Drinks, Leute. Ich weiß nicht, ob die das Konzept so gut durchdacht haben hier. Sie sagt nein. Wie geschmolzen das alles ist. Ja, ist sehr krass geschmolzen. Und wie soll man das bitte löffeln, ohne dass irgendwas rausläuft? Ja, Alter, das ist. Das Aufbau und Konstrukt ist. Construction, keine Ahnung. Struktur ist nicht so gut. Und ich habe eben eine ganze Minze reingebissen, Mann. Also das Kaffee und das Pink Rice kamen nicht gut an. Ganz und gar nicht bei der Kollegin. Es war sehr schlecht, ja. Nächster Spot, Coco Cup. Ein Gelladen, Kuss geht raus an Chong, der einen Gelladen in München aufmachen wollte. Schaut mal, Leute. So. Dann könnt ihr das Topping einfach selber aussuchen. Und das sind nicht Boba-Topics, sondern Gel-Topics. Ja, war okay. Sie war stark, sie hat alles aufgegessen. Komm mir so, Abendessen. Let's go!
Leute sehen, dass es noch kritischere Menschen als mich gibt. Sie hat 3 von 10 gegeben. Probier das selber. Mmh. Oh, so eine Reaktion müsst ihr hören. Wenn du mich nicht mal hörst, dann weißt du schon, was los ist. Wenn du 7 von 10 gibst, denken Leute, hey, das Essen ist auch 7 von 10 oder zumindest 6 von 10. Dann gehen die dahin und auf einmal ist das Essen 3 von 10. Ja, wenn ich jetzt nur das... Dann ist es 9 von 10. Ja. Das musst du was sagen. Ich fand es nicht so gut und wir gehen jetzt noch Fried Chicken essen, weil ich noch Hunger habe. Stark. Du hast mehr als ich, ja. Warte. Ich hab den auch. Oh, sogar Glücks, ja. Das esse ich nicht, das esse ich nicht, das esse ich nicht, das esse ich nicht, das esse ich. Danke. Ach, ja, ich bin auch voll. Erstmal heiß. Hör halt. Oh ja. Genug gegessen für heute, Leute. Digga, war das gruselig. Ab nach Hause. Ja, wir sind wieder in unserer Zelle. Ich bin todesmüde. Ich geh schlafen. Wir sehen uns morgen.